Ich suche. Miss Dunn, darf ich Ihnen einige Fragen stellen? Wenn das hilft, Yale zu finden, dann nur zu. Ja, klar. So, erstmal gucken wir nach Hinweisen. Weg. Oh, irgendwie ran. Augen sind in dem Spiel sehr wichtig. Sie sieht bestens ausgeruht aus. Entweder trauert sie nicht um ihren Vater, oder sie ist ein Schminkprofi. Join us for your grand opening. Was war? Was ist denn? Da macht einer Fotos vom Dach aus. Sind Sie sicher? Das sehe ich mir an. Ah, sehr gut. Es passiert immer mal wieder was Neues. Wie ist denn das Seil, Mister? Ah, Wakely. Oh. Oh, oh, oh. Ach du Scheiße. Ich glaube, das sollten wir nochmal versuchen. Erneut versuchen. Für wen ist denn das Seil, Mister? Ah, Wakely. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Was zur Hölle machst du hier? Gut gemacht. Hey, ist das nicht Cassidy? Oh, die streiten da rum. Sehr interessant. Wechsle ja nicht das Thema, du mieser, kleiner, dreckiger. Warum klären wir das nicht bei einem Eis, John? Wie in den guten alten Zeiten. Wie bist du hier aufgekommen? Ich will nicht, dass dich irgendwer sieht. Ah, okay. Ja, schlau, die Füchse. Muss man schon lassen. Ja, die Tochter selbst scheint nicht ganz koscher zu sein. Hat eine besondere Gabe. Etwas, das ihn oder sie besonders und kennenswert macht. Der stinkende Wakely ist da keine Ausnahme. Ganz gleich, was er anstellt. Es ist unmöglich, ihm lange böse zu sein. Oh, dieser Bourbon Shake ist köstlich. Mal probieren? Du weißt, dass ich keine Milch mag. Dein Pech. Also... Joe Dunn erhängt sich und hinterlässt den Boxclub seiner Tochter. Was sie zur ersten Frau macht, die einen Boxclub leitet, glaube ich. Ich glaube nicht, dass sich Dunn selbst umgebracht hat. Was? Hast du einen Verdächtigen? Irgendwelche Spuren? Nein, nur so eine Ahnung. Wobei... Ich würde sagen, eine Frau war's. Wer? Denkst du da an eine bestimmte Frau? Ich denke, es war seine Tochter, Sonja. Du liebe Güte, seine eigene Tochter. Ganz allein? Was für eine Story! Ich glaube nicht, dass sie das allein gemacht hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie einen Komplizen hatte. Mhm. Wen? Bist du sicher? Kenne ich den Typ? Oder die Dame? Eher ein Herr, würde ich sagen. O'Leary, der Buchmacher, scheint seine eigenen Motive zu haben. O'Leary? Wusstest du, dass der was mit Helen Moore hatte, der Tennisspielerin? Amerikas Nummer 1 Schnuckel? Wie auch immer. Dunn war ein anständiger Kerl.
Vielleicht konnte O'Leary ihn einfach nicht kaufen, konnte sie aber für sich gewinnen. Ja. Nun spielt eigentlich keine Rolle, nur so eine Ahnung. Würde ich nicht mein Leben drauf verwetten. Genau, wollte gerade sagen, wir wissen ja eigentlich noch gar nichts. Und dann wäre da dieses Walross. Wer war der Typ überhaupt? Komm schon, du hast noch nie von Frank Cassidy gehört? Dem Präsidenten des Verbands der Boxmanager? Der ist zudem der Agent von Stone, dem Gegner von Bobby Yale. Hey, der könnte doch ein Motiv haben, oder? Der könnte doch was über Dunns Tod wissen, oder? Ich beschloss, Weekly zu bitten, Cassidy unter die Lupe zu nehmen. Warum? Genau. Weekly hatte recht. Cassidy hätte ein Motiv haben können, Dunn zu ermorden. Und Weekly war bereits zu neugierig. Je weiter ich ihn vom Boxclub fernhalten konnte, desto besser. Aber bei Weekly ist man nie sicher, was am besten wäre. Sollte ich ihm einen Befehl geben oder eine subtile Andeutung fallen lassen? Irgendein Befehl. Also, da du ja Cassidy für einen Verdächtigen hältst. Schau mal, was du so rauskriegen kannst. Alles klar. Aber du musst mir einen Gefallen tun. Okay. Sag Sonja Dunn, dass ein legendärer Journalist von What's News ein Interview mit ihr möchte. Weekly, bitte. Oh. Tja, falls nicht, dann bye-bye, Cassidy. Weißt du, es gibt da noch eine dritte Möglichkeit. Was genau. Ist, wenn ich Sonja sage, sie soll dich verklagen, weil du ihr nachgestellt hast? Machst du nicht. Lass weiß es man ja drauf nicht. Ankommen. Schon gut. Du hast gewonnen. Ah, super. Ja, wir sind schon gut, wir sind schon gut. Ja, dieser Fuchs. Und? War denn jemand auf dem Dach? Falscher Alarm. War keiner. Muss mich getäuscht haben. Ein Detektiv mit Halluzinationen. Heute muss mein Glückstag sein. Ja, auf jeden Fall. So. Haben Sie sich mit Ihrem Vater verstanden? Sagen wir einfach, dass sich unser Verhältnis entspannt hat, als ich mich bei der Sunny University eingeschrieben habe, die mit dem Auto 8 Stunden von hier entfernt ist. Soll heißen? Ich will ganz ehrlich mit Ihnen sein, Mr. Blacksett. Mein Vater, Joe Dunn, ist an dem Tag verschwunden, an dem meine Mutter gestorben ist. Er war nur noch ein Schatten seiner selbst. Joe Dunn, mein Erziehungsberechtigter. Ein Mann, der mir was zu essen und zum Anziehen gab und mich zur Schule schickte. Und das ist schon mehr, als Sie überhaupt zu wissen brauchen. Das hört sich ja nicht gerade nach einem guten Verhältnis an. Ja, schwierig, wenn man das hier kommentieren möchte und den Protagonisten immer wieder ins Wort fällt. Naja, dann machen wir das jetzt hier mal zwischen den Fragen. So, was sind das für Papiere? Genau. Was steht in diesen Papieren, die Sie da gerade durchgehen? Nur Verwaltungskram. Spannend. Sollten Sie etwas finden, lassen Sie es mich bitte wissen. Ich dachte, Sie sind hier der Detektiv. Erledigen Sie Ihre Arbeit und ich erledige meine. Ja, sehr unfreundlich, die Dame. Was können Sie mir über Jake sagen? Ich dachte, Sie wären Freunde. Habe ich mich wohl geirrt. Er war mit meinem Vater befreundet, also versuchen Sie es gar nicht erst auf die Tour. Danke. Ach nee. Das wär's für den Moment. Halt, nein. Ich will mit der weiterquatschen. Versteh schon. Sie können mich nicht ab. Aber eins sollten Sie wissen. Ich bin ganz Ohr. Ich weiß, das alles muss hart für Sie sein. Doch das ist noch lange kein Grund, mich so zu behandeln. Ich werd's mir merken, Mr. Blacksett. Die ist knallhart. So. Aber ich habe noch ein paar Fragen hier, Fräulein. So schnell kommst du mir ja nicht aus der Affäre. So, verstehen Sie mit Bobby Well, genau.
Verstehen Sie sich mit Bobby Yale? Schweigen macht sich breit. Ach, vergiss es. Der könnte mir scheißegal sein, wäre da nicht dieser Scheißclub, den er mit seinem Scheißkampf retten soll. Zufrieden? Nö. Nee. Was halten Sie von Mary, der Putzfrau? Was soll ich sagen? Ich kenne die ja kaum. Und ich gehöre nicht zu den Leuten, die sofort über andere urteilen. Ich habe gesehen, wie Sie sich mit einem Kerl namens Cassidy gestritten haben. Was wollte der denn? Sie wissen noch, dass ein Kampf stattfinden muss, um diesen Boxclub zu retten? Nun, Cassidy managt Yales Gegner Stone, den amtierenden Champion. Tritt Bobby nicht an, verliert er Geld. Vielleicht nicht viel, aber doch genug. Ja, das wär's erstmal. Das wär's für den Moment. So, hier war aber noch was anderes. Dann hatte Unterlagen zu den Angestellten und Kunden des Boxclubs. Mhm. Name, Adresse und Geburtsdatum. Tresor. Ich würde gerne einen Blick in diesen Safe werfen. Geben Sie mir die Kombination? Ich würde ja gern, aber die Kombination war mal der Geburtstag meiner Mutter, aber die habe ich schon ausprobiert. Okay. Halt. Scheint eine glückliche Familie gewesen zu sein. Scheint, ja. Und mit ihrem Vater war sie ja nicht so begeistert. Oder hatte kein gutes Verhältnis. Duns Zimmer hatte eine tolle Aussicht. Wieder was gefunden. Zurück, so. Ja. Oh, hier ein Schmierer rein. Offenbar hat Dunn sowohl seine Tochter als auch Bobby Yale jedes Jahr gemessen. Bei Sonja hat er mit 18 aufgehört. Bei Bobby gibt es eine Lücke zwischen 15 und 17. Okay. Ja, war der denn 2 Jahre weg, oder? Ich erinnere mich noch an den Kampf, als Jake sich gerade nach oben gearbeitet hatte. Jake, junges Boxtalent. Ja. Ja, das ist so die Frage, mit wem reden wir denn jetzt nochmal? Ja, erstmal gehen wir runter. Gehen wir mal nach draußen und dann gucken wir mal, wen wir da noch so finden. Welche Hinweise, glaube ich, gibt es hier nicht mehr. Da immer nur die Sprüche. Können wir nochmal wem anrufen hier? Detektiv, den Polizisten. Ja.
Kommissar Smirnov, den rufen wir nochmal an. Vielleicht kann der uns ja irgendwie schon mal helfen. Smirnov? Ich glaube, ich habe im Fall Dan eine neue Spur. Ich habe rassistische Schmierereien an den Spinden in Duns Boxclub entdeckt. Er war recht liberal, was Rassismus angeht. Vielleicht stand sein Tod ja damit in Zusammenhang. John, die Hälfte der Verbrechen, die in dieser Stadt geschehen, haben rassistische Hintergründe. Solange sie keine wasserdichten Beweise dafür haben, dass es kein Selbstmord war, sind mir die Hände gebunden. Ich denke, das war's. Tja, scheiße. Und irgendwie, uns fehlen wirklich noch richtig gute Hinweise, die wir dann kombinieren können. Gehen wir mal raus und schauen mal, ob wir noch irgendwas übersehen haben, noch was finden. Sonst noch etwas von dem Tag, an dem Sie das Dingsbums mit den Sprungfedern und den Farbeimer gefunden haben? Ja. Nein. Warte, du da. Nein, jetzt, wo ich es recht bedenke. Nein. Alter, der hat doch eine an der Schüssel. Wie wär's, wenn du dich mal bei einem gut aussehenden Ziegenbock mit einer Fluppe bedankst? Jetzt soll ich ihm nur eine Kippe geben. Oh Mann. Aber natürlich. Natürlich, bitteschön. Ich hoffe, dass er dann mal ein bisschen mehr redet. Du glaubst, du bist für meinen erbärmlichen Zustand nicht verantwortlich? Du glaubst, du hast keine Schuld? Die Regierung war's, hat mich in den Krieg geschickt. Mich auch? Oh, natürlich. Dann weißt du ja auch, wie das ist, zu töten. Ja, nicht schön ist das. Na, dann ist noch so ein trauriger Penner ja auch kein Problem mehr. Und schon gar nicht für... Aber nicht... Ja. Töten für eine Regierung ist nicht gut. Und doch willst du mir nicht dabei helfen. Töten allgemein ist nicht gut. Moment, das war's ja gar nicht, was ich sagen wollte. Nein, also, weißt du, wir Ziegen springen gern von einem Thema zum nächsten. Oh Gott. Die Regierung hat für alles geblecht. Uniform, Fraß, Waffen, Kaschemmen, Nutzen, Drohnen. Weißt du, Alter, der ein an der Mütze. Wir brauchen einen Hinweis. Einen Hinweis. Werter Freund. Mensch, jetzt laber nicht rum. Du hast denen geholfen, mir die Beine abzunehmen. Wir brauchen einen Hinweis. Ich erkläre den Krieg. Krieg? Bei jeder erdenklichen Gelegenheit, damit die Waffenindustrie, die ihnen den Wahlkampf finanziert, reicher und reicher wird. Und noch reicher. Ja. Noch reicher. Jetzt schläft er ein, oder wie? So finanzieren wir denen ihre Kriege. Auch nur die kleinste Verbindung zur Korruption macht uns zu Komplizen. Es sei denn, man schafft es, sie sich auf Armeslänge vom Leib zu halten. Oh, ich habe keine Lust, mit dem Typen über Politik zu reden. Ich will den Fall lösen. Getreuer. Mann! Lehrling. So ein Laberkopf. Im Million Star Hotel. Also, gefällt dir dein Meister, der Große? Hey, wie heißen Sie eigentlich? Sie haben mir nie Ihren... Oh Gott. Gott sei Dank ist er jetzt eingeschlafen, weil mehr Sinnvolles kam da ja nicht.
So. Ja, da gibt's nichts mehr. Ich habe auch keine Lust mehr, das anzutun. So,